Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei F1 2017 Karriere Season 2. Das letzte Rennen steht an, beziehungsweise jetzt erstmal das letzte Qualifying in Dubai auf dem Yas Marina Circuit. Und hier wird es eigentlich trocken bleiben und wir fahren mal raus. Und holen uns mal wieder eine Pole. Eine Pole Position hole ich ja eigentlich fast immer. Wenn der Start dann noch gut klappt, dann ist das schon alles die halbe Miete. Und wir müssen mindestens Vierter werden, dann kann Raikön machen, was er will. Aber so will ich natürlich nicht Weltmeister werden. Ich will natürlich versuchen zu gewinnen. Letztes Jahr war ich... Letztes Jahr haben wir hier auch gewonnen. Ich wollte gerade sagen, sind wir Zweiter gewesen? Nee. Leck, warum auch immer. Ich hoffe, das wird immer behoben durch eine neue Festplatte von mir oder durch das neue Spiel, was vielleicht... dass es doch am Spiel liegt, dass das andere ein bisschen mehr ausgereift ist. Ich habe keine Ahnung. Die erste Kurve war eben schon mal nicht so optimal. Übrigens habe ich ja das Update dran, diese Zündkerze. Also auch auf jeden Fall noch mehr Motorleistung. Sind wir sogar das Team 2 mit der zweitmeisten Motorleistung. Ein irgendwas anderes Update habe ich auch mal, habe ich ja auch entwickelt gehabt, aber das ist irgendwie schief gegangen. Das kann halt auch passieren. Muss ein bisschen auf die Effizienz gehen und natürlich auch so, dass die Updates nicht fehlschlagen. Kostet natürlich auch wieder Punkte. 10 Saisons oder so, gar nicht, was die Mehrzahl ist. Kann man machen, dass die zweite, vielleicht fahre ich noch eine dritte Offscreen, bevor das neue Game rauskommt, ich weiß es nicht. Ich fühle mich natürlich in diesem Team sehr, sehr wohl. Was mir nicht so gefällt, sind die Lags hier. Das haben andere auch. Das hat zwar nicht jeder, aber einige haben es auch. Einen neuen Rivalen habe ich bekommen, Dan Ricciardo. Babs. Vielleicht bin ich noch nicht gefahren hier. Ist aber das gleiche. Jetzt fahre ich auf Maximum. Macht die Konkurrenz. Oh, Hamilton, okay. Aber so schnell ist auch noch kein Konkurrent gefahren. Hat sogar besser Sektor 1. Da kann man auch hier ein bisschen KMH gucken. 320 Bottas. 322 Hamilton. 16, 14. 323 Stroll. nur Kimi. Aber bei uns sehe ich kann mir nicht selber angucken, glaube ich. Ne? Naja, machen wir mal so. Bottas, Hamilton, dann Vettel. Jetzt Kimi. Die beiden Ferraris aber mit Rot. Okay. Na gut, in Q1 ist egal. Wenn die es in Q2 versuchen, dann mache ich natürlich eine andere Strategie. Ne? Aber Bottas im dritten Sektor auch noch ein bisschen besser als wir. Da geht noch was, also. Aber es sieht ja schon mal ganz nett aus. Ich muss ja nicht mit einer Sekunde oder so Vorsprung unbedingt gewinnen. Es kann auch knapp sein. Über den Long Run, über die Distanz bin ich sowieso stärker. So, hier müssen wir natürlich sehr auf den Reifen achten. Also am besten auch wieder nur eine Runde. Und in Q3 können wir dann zur Not auch eine Runde dranhängen oder zwei. Theoretisch sogar nochmal die Reifen wechseln, was man ja auch manchmal gemacht hat. Dieses Jahr keine Strafe wegen irgendwelchen Wechseln von Getriebe oder Motor. Außer in Monaco, glaube ich, aber hätte das Getriebe eigentlich auch noch reichen können. Aber da dachte ich, ja, Monaco, machst du da die Strafe. Naja.
Warum sind denn, warum kommen diese scheiß Lags? Ich verstehe es einfach nicht. Das kann auch leider mit der Aufnahme zusammenhängen. Weil vorher hatte ich überhaupt nicht. Dunkel hier, aber manchmal ist es auch so ein bisschen bewölkt. Ne? Das wäre ein Ding, wenn es hier mal regnen würde. Wieder mega lag, ey. Es kann einfach nicht angehen. Ach, es muss doch an der Aufnahme liegen. Ja, wie ist das dann? Keine Ahnung. Das ist ein Gronkh, hat er manchmal Lags bei irgendwelchen Spielen. Dann würde ich eine Nase rechnen. Das liegt nicht am Rechnen. Ich weiß nicht, woran es immer liegt. Du bist gerade wie bislang. Die Runde hat sich nicht so gut angefühlt, gerade mit den Lags und so, ne? Aber die war trotzdem gut irgendwie. Aber es geht, glaube ich, sogar noch schneller. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 41,9. Bottas mit Rot. Okay, ist aber... Oh, naja. So viel langsamer auch nicht, ne? Vettel. Wie 18,2 Vettel im ersten Sektor. Ach, erster Sektor war bei mir richtig Katastrophe, ne? Kann das sein? Scheinbar, aber hat er trotzdem noch gelangt. Ist schon irgendeiner ausgeschieden, der gut ist? Nee. Okay. Q3. Zack, einfach raus. Man könnte auch später, ja, wäre auch manchmal nicht schlecht. Ist natürlich noch ein bisschen dunkler. Okay. Und das Hotel leuchtet. All seiner Pracht. Hier ist, glaube ich, auch ein Feuerwerk am Ende. Ich hoffe, das Feuerwerk begrüßt den neuen Weltmeister mich. Das wäre das Optimalste. Das wäre so bitter, wenn wir das nicht mehr schaffen. Jetzt ist ja Aufholjagd, aber nicht, knapp nicht mehr geschafft. Viele Strafen ja auch gewesen. Dieses Jahr auch Fehler gemacht, aber nicht ganz so viele. Noch mehr Rennen gewonnen. Und auch vor allen Dingen viele Rennen gewonnen, die ich vorher nicht gewonnen habe. Aber natürlich auch, wie in Japan und Austin und so, richtige Katastrophen. Baku sehr bitter. Und sowas. Wäre noch Luft nach oben, aber ist auch Luft nach oben noch mit den Lags. Und ist auch Luft nach oben noch mit den Autos. Aber ich möchte natürlich nicht die Top-Teams unbedingt fahren. Ich möchte ja... Ja, soll ja auch nicht so einfach sein. Schwierigkeit kann man natürlich noch nach oben stellen. Mal sehen, was wir dann mit dem nächsten Game für ein Team fahren. Vielleicht mache ich wieder dieselbe Schwierigkeit, aber ich weiß auch nicht, ob ich auch wieder Force India nehme. Ich schwanke zwischen Force India und Renault. Ich will so ein bisschen hinter den Top-Teams das erste Team sein. Best of the rest, das reicht. Was weiß ich nicht, ob das 2018 auch Force India ist. Sieht teilweise nicht so aus. Da dümmelt die eher auf den sechsten Platz rum. Fünften, sechsten so. Ach, was mache ich denn hier? Vettel hat aber schon gut vorgelegt.
okay. Super, das war die schnellste Runde. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht den perfekten Rhythmus gehabt. Schon deutlich schneller, aber ob ich das umsetzen kann, ob das bis zum Ende fahre, weiß ich nicht. Hamilton hat sich vor Vettel gesetzt. Deutlich verloren. Also hier kommt es echt auf den richtigen Rhythmus und Timing. Das ist natürlich nicht okay. Keine perfekte Runde, trotzdem. Es gibt es einfach nicht. Es kann einfach nicht angehen. Wieder ein Leck. Also die Lecks gehen mir langsam echt auf den Piss, ey. Wenn er im Laufe der Saison immer schlimmer, ey. Es kommt schon ein Qualifying. Mann, ey! Wenn du alles hinkriegst, kannst du noch unter 1,41 fahren. Ey. Manches habe ich in der letzten Runde besser hinbekommen, manches dieses. Diese. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,41,1. Der letzte Sektor war gar nicht gut so. Also Hamilton fast identisch. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Aber wir haben die Pole. Trotzdem fast eine Sekunde Vorsprung vor Hamilton, Bottas, Vettel und Raikkonen. Und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Teamkollege auf 8 und Rival auf 6. Bis dahin, auf Wiedersehen. Aber ich hoffe, dass wir dann nicht so viel laggen im Rennen. Das letzte Rennen steht an. Drückt mir die Daumen, dass wir Weltmeister werden. Mindestens Vierter, dann ist alles safe. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Und unser Konkurrent ist von den Top-Leuten am weitesten weg, auf Platz 5. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.